Ja, in der ersten Woche haben wir uns natürlich wie vorbereitet auf das Wolfsburg-Spiel. Waren da eigentlich auch, denke ich mal, in Kürze der Zeit eigentlich ganz ordentlich vorbereitet. Und dann kam ja Freitag die Meldung, dass keine Spiele stattfinden werden. Dann haben wir den Spielern dann nochmal ein paar Tage freigegeben und diese Woche, einfach weil die Situation natürlich auch für viele neu zu bewerten war. Und ja, diese Woche haben wir wieder angefangen, in Gruppen zu trainieren. Es ist schwer zu beschreiben. Natürlich ist eine große Unsicherheit bei allen da, bei den Spielern, bei uns Trainern natürlich genauso. Keiner weiß so richtig, was eigentlich genau da passiert und wer Risikopatient ist. Natürlich trifft es hauptsächlich die Älteren, aber es gibt ja auch viele Meldungen von jungen Menschen, die daran erkrankt sind. Und deshalb wollen wir natürlich alles daran setzen, dass sich hier keiner was holt, obwohl man das nie komplett ausschließen kann. Aber wir versuchen halt zumindest den Spielern ein Training anzubieten, um sich fit zu halten, ohne Spielformen, viel mit Übungsformen, Passformen. Da kann man schon taktisch auch ein bisschen arbeiten und im athletischen Bereich auch. Und den Spielern macht es einfach auch mehr Spaß, wenn ein Ball dabei ist. Alles, was ich hier gehört habe, war immer, dass die Fans hier eine große Unterstützung war für die Spieler, für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Und dafür möchte ich mich jetzt auch nochmal bedanken, auch wenn ich jetzt noch nie davon direkt profitiert habe. Und hoffe, dass wir bald das alles wieder zurückgeben können. Und dass viel Kraft und viel Geduld und viel Gesundheit wünsche ich euch allen zu Hause.